So, wir machen heute mal wieder ein kleines Putzvideo. Und zwar geht es heute um die Produkte von Schlätek, die mir freundlicherweise vom Onlineshop wall-max.de zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben hier dabei einmal den Laufreiniger. Hier die Besonderheit mit einer Sonde, 60 cm Gesamtlänge, das heißt für Lang- und Kurzwaffen gleichermaßen verwendbar. Vorteil hierbei ist, man schiebt die Sonde komplett in den Lauf rein, das ist vierstrahlig, und drückt die Düse und zieht zeitgleich die Sonde wieder rückwärts aus dem Lauf raus, und damit wird gleichmäßig im Lauf der Reiniger versprüht. Und dann haben wir hier den Carbon Cleaner, Nitro- und Schwarzpulverentferner. Damit kriegen wir Tombakreste etc. weg. Wir fangen klassisch an, den Bohrcleaner. Bisschen schütteln. Ich habe jetzt hier meine FN International 2 KK, und ihr seht, auch bei KK passt die Sonde problemlos rein. So, was ich jetzt hier mache, ist, ich halte einfach nur mal einen Lappen ein bisschen davor, damit vorne nicht so viel rausgesprutzt kommt. Und so, und schon ist der Lauf komplett eingesprüht. Ihr seht, das geht ratzifatzi. Schön ist, dieser Reiniger riecht ziemlich angenehm nach Kaugummi. Also Bubblegum-mäßig ist recht angenehm. So, das lassen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten einwirken. In der Zeit nehmen wir mal den Carbonreiniger und schauen mal, da sind also schon durchaus ein paar Schmauchreste noch vorhanden. Sprühen das ein bisschen ein, lassen es ganz klein wenig einwirken. Auch nochmal hier den Verschluss eingesprüht. Das riecht jetzt ein bisschen schärfer. Und auch da gehen wir mal ein bisschen was drauf. Und stellen es beiseite. Das lassen wir jetzt einfach ein ganz klein wenig einwirken. Und dann einfach den Schmodder runterwischen. Mehr ist es nicht. Und das Zeug geht wirklich sehr, sehr gut runter. Ich habe jetzt verschiedene Waffen hiermit schon sauber gemacht. Einfach so im Vorfeld, um die Handhabung zu testen und so weiter. Und muss sagen, es geht total einfach. Sind die Verschmutzungen jetzt noch stärker oder intensiver, dann kann man dies einfach nochmal wiederholen. Aber das war es eigentlich schon. Und ihr seht, schon ist das Ding wieder picobello sauber. Und auch hier seht ihr, diese ganzen Reste, die ja schon eine ganze Zeit lang drauf waren, lassen sich total easy wegwischen. Ja, also super einfach. So, und jetzt auch hier am Verschluss, bevor wir mit der Bürste irgendwie den Lauf sauber machen. Den Lauf lassen wir ruhig noch mal ein bisschen einwirken. So, und dann ziehen wir den Lauf mit der Drahtbürste ein paar Mal durch. So, und dann noch mal mit dem Voltwischer. Und das war's. Schon ist die FN wieder picoballo sauber und bereit zusammengebaut zu werden. So, zum Schmieren nehmen wir auch hier von Schlätek den 2-in-1 Gun Tuner. Das ist ein Öl, was man einfach nur so ein bisschen punktuell aufträgt. Das ist sehr dünn und damit auch recht ergiebig. Mehr bedarf es gar nicht. Sehr schön finde ich halt,
diese Lösung mit dem Laufreiniger, mit der Düse, mit dieser Sonde, die geht, wie gesagt, hier in eine KK-Waffe rein, sie geht in normalen Büchsen, sie geht in Flinten rein. Also von daher, sage ich mal, durchaus absolut zu gebrauchen. Das war jetzt Schlätek Bohrcleaner, Carbon Cleaner und das 2-in-1 Gun Tuning Öl.